Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. So, beim letzten Mal haben wir einem gestrandeten, Schiffbrüchigen in Not geholfen. Und war ganz nett von uns. Und jetzt gehen wir wieder Richtung Athena, würde ich sagen. Wieder ganz Mutterseelen allein. Ich meine mich zu erinnern, dass hier damals mal ein Dingens war. Ja, verstehe. Ah. Wow. Vorher mal ein Rock, ich glaube sogar ein leuchtender Iva-Rock. Ist hier nichts mehr. So. Auch keine Gegner hier so wirklich. Nicht mal ein Gegnerlager. Aber wieder eine schöne Krog-Konstruktion. Okay. Aber dass hier sonst weiter nicht geht, porten wir uns gleich nach Athena. Machen wir den Tag und erkunden weiter die Stadt. Noch zwei. Wenn wir gerade dabei sind und Nydra gerade in der Luft ist, würde ich mir tatsächlich sogar die Kralle holen, die wir ja auch noch für eine Quest brauchen. Ich würde mir zwar am liebsten ein Horn holen, damit ich da mal einen geilen Trank draus machen kann, aber das passt schon. Also das wäre zumindest der Plan künftig, wenn ich schaffe, Drachen-Items zu farmen. Ist er, der Sack. Ich doch hier gerade noch fliegen sehen. Als ob er verschwindet, wenn man... Ja, ist okay, ist theoretisch smart. Dass er verschwindet, wenn man... sich portet, damit man nicht einfach zu ihm porten kann. Oh, ein Blutmond. Habe ich es nicht noch prophezeit? Habe ich es nicht noch prophezeit? Jetzt muss ich einen Topf finden.
So, finden muss ich ihn nicht. Ich weiß, wo einer ist. Aber da muss ich hinkommen. Stört mich ein bisschen, dass ich den Blutmond immer nur innerhalb einer Folge hinkriege und zwischendurch verpenne ich ihn, zumindest die letzten Male jetzt. Aber gut. So. Ein bisschen warten. Können wir währenddessen Farodra ein bisschen zugucken? Müsste Farodra sein, ne? Ne, ist tatsächlich Nydra. Sieht so grünlich aus. So, wir haben mittlerweile 8 Herzen. Theoretisch 9. Wenn wir an der Statue vorbeikommen, können wir uns unser 9. Herz noch holen. Wir kriegen jetzt 3 Acts, 3 Herzen durchs Kochen. Wobei theoretisch mit der Menge an Trüffeln wäre das schon am smartesten. Wäre doch maximal OP, aber wenn wir die Trüffel haben. So eine Verschwendung, weil es gibt nur ein extra Herz. Ja. So, wenn wir den kochen, gibt's 5. Wenn wir 2 von dir in der Dingens kochen, dann gibt's 7. Doch, 7 Herzen ist nett. Ich hab einer von dir bringt 6. Mit 6 kann man auch ganz gut arbeiten. Dann wieder ein bisschen Heilung. Ich finde es schön, wenn aufwendigere Koch zu. Falsch, aber geil. 5 Herzen kann man auch mal gebrauchen. Wenn aufwendigere Kochzutaten irgendeinen Plus-Effekt hätten. Aber haben sie ja leider nicht. Zumindest nur bedingt, wenn dann. Wir können jetzt nochmal auf Bonus-Effekt gehen für so ein paar Items. Zum Beispiel Gold Lotus. Warum eigentlich nicht? Boah, 3 Minuten Stufe 3, das ist schon krass. Ja genau, auf 8 Minuten Stufe 2. Darauf habe ich gehofft. Perfekt. Das ist sehr nett. Alter. Auf sowas hoffe ich. Geht davon noch einen hin? Wie viele Kröten haben wir noch? Ja, das können wir.
Perfekt. Sieht da sehr gut aus. Wir müssen mal den Äxten, aber ich glaube, die haben einen geringeren Effekt, so generell. Ah, geht. So, das passt. Das hat auch gut geklappt. Er befindet sich gerade im Tiefflug Richtung Untergrund, theoretisch. Noch einer. So, dann bin ich damit auch zufrieden. Moment, Moment, nur eine Sekunde. Oh. So wie du auf mich zugekommen bist, hätte ich schwören können, du wärst Bürgermeister Riedner. Bist du auch wegen diesem Modefehlefanz hier? Die meisten kommen entweder wegen des Gemüses nach Athena oder wegen dieser albernen Klamotten von Sargono. Sag schon, zu welcher der beiden Gruppen gehörst du? Natürlich Gemüse. Ah, ich hab's doch gewusst. Athena steht nun einmal einfach für hervorragendes Gemüse. Mein Haupterwerb ist der Kürbisanbau, aber es gibt auch noch andere Felder und weiter oben sogar einen Bauernhof. In letzter Zeit gibt es hier im Dorf auch noch diese seltsamen Pilzdinger. Nimm dir ruhig ein wenig Zeit und schau dich ganz in Ruhe um. Glaub mir, bei uns gibt es einiges zu entdecken. Wir hier sind jedenfalls gerade damit mehr als beschäftigt, ein neues Gemüse zu züchten, aber bislang ohne Erfolg. Doch so schnell geben die Gemüsebauern von Athena nicht auf. Die haben schließlich einen Ruf zu verlieren. Welches meint er denn? Die machen vielleicht komische Sachen. Ach, entschuldige, bist du etwa ein Tourist? Das hier ist Athena, ein Dorf der Felder und Weiden. Früher lebten hier friedlich im Einklang, wir hier friedlich im Einklang mit der Natur, aber in letzter Zeit herrscht im Dorf ständig reges Treiben. Es fing alles an, als die liebe Sargono wieder zurückgekehrt ist. Meine Tochter Rimella und andere haben alle auf einmal diese auffälligen Hüte von Sargonos Mogelmarke getragen. Aber für Leute wie mich und meinen Schwiegersohn Batago ist dieser Modekram nichts. Oh, bitte entschuldige mein Gefasel, nachdem du extra einen so weiten Weg auf dich genommen hast. Bitte genieß deine Zeit im Dorf.
Bist du Watabo? Ne, du bist Naken. Ah, er hat mich bemerkt. Was suchst du denn um diese Zeit noch in Hateno? Wir haben hier nur Gemüse und Sagono und nichts und sonst nichts. Es lohnt sich nicht, uns zu überfallen. Verstehe, du. Jetzt, wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Was möchtest du? Hier, bitte. Danke. Ich war so angetan von dir, dass ich dir mein kostbares Ei gegeben habe. Vergiss bitte, was heute geschehen ist. Das kann ich nicht. Du hast mich so verzaubert. Diese Gefühle sind wie ein Hühnerei, so zerbrechlich. Daher bitte ich dich inständig zu vergessen, was heute geschehen ist. Nope. Die Gefühle sind wie ein Hühnerei. Ein Biss und man ist im siebten Himmel. Aber es ist auch ganz schnell weg. Nein. Ah, das bringt nichts. Ich hatte mich gefragt, ob man Eier von der romantischen Seite betrachten könnte. Aber im Grunde sind Eier doch einfach am besten, wenn man sie gekocht genießt. Nee, gebraten. Und vorher am besten noch durchgerührt. Und dann beim Braten noch so ein bisschen. Nee, aber ich mag Eier eigentlich in mehreren Zubereitungsformen. Nur gekocht schmecken die mir nicht so. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Und bloß nicht kalt. Blach. Die Läden und der Unterstand sind rund um die Uhr geöffnet. Also geh und genieß deine Zeit. Danke für den Hinweis. Nur gespannt. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass ich es damals nie geschafft habe, Hateno ganz zu begutachten. Erstmal ein Ei klauen. Habe ich gerade echt eine Person mit einem Huhn verwechselt? Ich glaube schon. Habe ich noch nie einen Wischmopp in der Hand hatte. Aber ein Foto habe ich schon mal gemacht. Wow. Boomer. Als Feld kann man wahrlich noch, es noch wahrlich noch nicht bezeichnen. Ich sollte noch etwas daran arbeiten. Also dann, was macht ein Reisender an so einem Ort? Freiheit ist wohl das Beste am Reisen. Es muss Schicksal sein. Lass mich dir etwas über diesen Ort erzählen. Das hier ist das Feld der Schule in Hateno. Zumindest ist es ein Stückchen Land, das früher als Feld genutzt wurde. Ich arbeite daran, es zu pflegen, damit es wieder als Anbaufläche genutzt werden kann. Es war ein hartes Stück Arbeit, dieses verwilderte Stück Land so weit zu bringen. Es wird noch dauern, bis es urbar wird. Wieso war das urbar rot? Kann ich damit was anstellen? Zumindest jetzt noch nicht. So, für Kinder ist gleich Schulbeginn. 8 Uhr. Dann kommen die aber zu spät. Ihr kommt zu spät, ihr Kleinen! Hi. Meadow. Ah ja, Meadow. Hallo, früh dran, was? Ich weiß nicht, ob du wegen des Gemüses oder wegen Sagono hier bist, aber leicht war der Weg hierher sicher nicht. Wie auch immer, herzlich willkommen. Bitte probier euch das Gemüse aus dem Dorf. Wenn du zum Krämerladen gehst, findest du dort alle unsere Spezialitäten. Ich empfehle dir natürlich in erster Linie eine Hyrule-Tomate. Sie sind nämlich mein ganzer Stolz und ich baue sie mir jetzt besonders viel Liebe an. Und doch erst seit ein paar Jahren, weil früher gab es sie nicht. So, die Schule machen wir so ganz zum Schluss. Die will ich mir dann in Gänze angucken. Seldon. Hallo Reisender. Wie schön, dass du Hateno besuchst.
Bist du auch einer von denen, die wegen der Sagono-Mode hier sind? Ich will ja nicht angeben, aber das haben wir alles meiner Tochter Sagono zu... Du bist ja... Ah. So alt sieht er gar nicht aus. Oder Sagono sieht ein bisschen zu alt aus wie ihr Alter. Wahrscheinlich willst du sie um ein Autogramm bitten oder so. Sie müsste im in der Boutique nahe des Dorfeingangs sein. Für mich persönlich gibt es da keinen Unterschied, aber Sagono ist sauer auf mich, wenn ich Klamottenladen sage. Feuer der Liebe. Ich wünschte, sie bliebe die Liebe. Ist er das ja vom letzten Mal auch? Mein Wohl, oder? Was ist los? Kannst du es mir ruhig sagen, mein Freund? Nee, mein sagenhaft unauffällig gekleideter Freund. Du siehst aus, als wärst du auf Reisen. Hier im Dorf ist es friedlich, aber die Welt da draußen ist voller Gefahr. Deshalb, wo sie... postiere ich mich hier und behalte Fräulein Effi im Auge, damit kein Fremder sie anquatscht. Also, ich will damit sagen, ich halte Wache über das Dorf und passe auf, dass kein Fremder den Frieden stört. Effi? Fräulein, es heißt Fräulein. Fräulein Effi ist, wenn man so will, die Empfangsdame vom Krämerladen Mistral. Mir ist ja total recht, wenn du Fräulein Effi triffst und so. Nur, na, übertreib's nicht mit der, bin nicht von hier und brauche Hilfe, Unschuldstour, ja? Wobei eh niemand unschuldiger und hübscher aussieht als ich. Also, ich hätte da mal eine Frage. Was meinst du, was man Fräulein Effi vom Krämerladen Mistral schenken könnte? Das würde ihr gefallen. Eventuell 100 Ausdauerschrecken? Ich frag nicht für mich. Der Freund eines Freundes hat mich um Rat gebeten und ich tue mich sehr schwer damit. Ich kann sie ja schlecht direkt fragen. Also hilf mir doch mal auf die Sprünge, wenn dir was einfällt. Was kriegen wir hin? Das hier ist die Färberei Tornado. Man hört überall, dass der Laden was ganz Besonderes ist und auch die Angestellten sind die Besten ihrer Zunft. Auf jeden Fall, der passende Laden für den Ort, von dem aus Sagono die Welt im Sturm eroberte. Welche Klamotten soll ich sie bloß färben lassen? Ach, für eine Farbe muss ich mich auch noch entscheiden. Genau, solche Fragen entscheiden über Wohl und Wehe in der Modewelt. Deshalb ist sie auch so spannend. Okay. Wollen wir nicht auch mal irgendwas färben gehen? Ja, sogar eine Quest für uns. Wenn du einen Moment, hast du einen Moment Zeit, dir meinen Leid anzuhören? Ich möchte unbedingt meine Färbetechnik perfektionieren. Genau wie Sagono würde ich gerne Stoffe mit einzigartigem Design kreieren, aber so etwas selbst zu erfinden ist gar nicht so leicht. Ich möchte einen Stoff nach dem Vorbild eines Schleims anfertigen. Aber ich bin etwas ängstlich, deshalb traue ich mich an Monster nicht heran. Ach, wenn ich nur eine Vorlage hätte... Ich meine keinen Feuerschleim oder einen Eisschleim, sondern einen ganz gewöhnlichen blauen Schleim. Hihi, herein mit dir, spaziert mit dir. Das ist doch doof. Weil man ja die Bilder löschen muss, habe ich jetzt kein Bild mehr von einem normalen Schleim, obwohl ich sie halt schon hätte. So, Kleidung färben. Denk daran, alles, was du anhast, wird gefärbt. Alles auf einmal. Wirst dich ver... Okay, Kleidung wechseln. Bin ich ganz zufrieden mit dem Blau, weil das so mit der Hose auch ganz gut zusammenpasst. Das fand ich immer sehr cool.
Was es da für Farbkombinationen gibt. Das war echt schwierig. Soll der blaue Ranger sein? Der rote Ranger? Der gelbe Ranger? Der grüne Ranger? Grün ist halt ein bisschen cool, weil es so ein bisschen Hyrule-Muster drauf hat. Ah, das hätte ich vielleicht zeigen sollen. Aber es kennt man auch aus Breath of the Wild. Ich hoffe. Ansonsten, ich werde es irgendwann nochmal zeigen. Wir werden es hier das erste, einzige Mal sein, dass wir färben. So, warum bist du denn so geknickt? Komm mal, Amira. Da hat jemand keine Sachen von Sagono an. Wer keine Sagono-Mode trägt, ist nicht auf dem neuesten Stand. Sie zieht Fans aus ganz Hyrule an, wortwörtlich. Wenn du in dem Aufzug durch das Dorf läufst, wirst du dir den ein oder anderen Kommentar von Sagono anhören müssen. Sagono ist unsere einmalige, geniale, sagenhafte, avantgardistische Designerin. Sie hat ihren Namen zur Marke gemacht. Und sie hat nicht nur die Bewohner, sondern auch das Dorf selbst in neue Kleider gehüllt. Ihre Boutique ist auf der linken Seite, wenn man am Dorfeingang kommt. Du erkennst sie am schicken Pilz. Manik. Pilz. Doch, Manik. Manneken. Du solltest dich auch schnellstens in Sagono-Mode kleiden, sonst wirst du noch ausgelacht. Ja, zu blöd, dass sie gar nichts verkauft, ne? Die Bürgermeisterwahl beginnt. Guten Morgen. Willkommen in Athenor. Bist du von weit von hier hergekommen? Ein Besuch in unserem Krimaladen Mistral lohnt sich immer. Wenn du wegen der berühmten frischen Waren von Athen gekommen bist, bist du genau am richtigen Ort. Oder gefällt dir mein wahnsinnig süßer Hut? Er ist von Sagono. Hier steht er eigentlich ziemlich gut, tatsächlich. In der Boutique C4, hier gegenüber kannst du Sagonos neueste Hutkreation bewundern. Dank der Marke Sagonus ist dieses Dorf plötzlich angesagt wie noch nie. Ja, was gefällt dir so? Ja, ich weiß nicht. Da kommt total unerwartet. Und er schaut mich die ganze Zeit an. Ich muss jetzt irgendwas sagen. Vielleicht Kröten oder so? 100 Spurtkröten. Würden mir wahnsinnig gefallen. Mein Papa liebt die. Mir ist auf die Schnelle einfach nichts Besseres eingefallen. Oh nee, die Ausdauerschrecken haben ja noch einfach, aber Spurtkröten? Vor allen Dingen habe ich da gerade ja 15 ausgegeben. Boah. Das wird ja ein Spaß. Die werde ich nebenbei sammeln. Im Zwischendurch war Blutmond. Übrigens froh, dass es scheinbar kein Pfeillimit mehr gibt. Oder dass bei irgendwo über 300 ist. So. Ja, die Reisbällchen hatte ich gemacht. Wollen wir mal schauen, eben kurz, ob in die Richtung noch irgendwo jemand rumstromert. Aber ich könnte theoretisch mal wieder auch morgens stellen. Einfach nur, damit ich so ein bisschen. Aber wobei ist auch nicht schlimm.
Können wir es ja weitermachen. Mit dem Blutmond mache ich die Folge übrigens ein bisschen länger. Weil das war ja am Anfang recht öde. Guck, Sildan scheint nicht die ganze Zeit da zu stehen, wo man ihn gesehen hat. Wo habe ich sie denn erst nochmal getroffen? Ich glaube an einem Feld, oder? Ach nee, sie... Ah ja, genau. Sie war gerade am Eingang und hat uns da begrüßt mit dem Ei. Wenn sie da steht, ergibt der Kram mit dem Ei auch mehr Sinn. Anstatt da beim Eingang. Wer steht denn jetzt gerade am Eingang ans Begrüßungskomitee? Der Kleine. Aber hat er... Hä? Muss der nicht in die Schule? Oder ist er noch zu jung? Gut. Wollen wir noch die Sagono-Quest anfangen? Ja, können wir auch eben machen. Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich. Da habe ich mir wieder was aufhalten lassen. Ah, Sie sind es. Es tut mir so leid, dass die Zeuge dieses kleinen Tumults geworden sind. Falls es ihnen nichts ausmacht und wo wir ja beide darin verwickelt sind, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Falschen Knopf gedrückt. Ach, ich wusste, Sie würden mich nicht im Stich lassen. Also, auch Ihre Wahl, Ihre Hilfe. Weil meine Schwester, es geht um Sagono. Mir ist aufgefallen, dass sie sich nachts wegschleicht, ganz allein. Ich habe keine Ahnung, wohin. Es ist sicher was ganz Harmloses. Aber wenn das rauskäme, könnten die Leute die schlimmste Dinge herbeifantasieren. Dann wäre die Bürgermeisterwahl wahrscheinlich für sie gelaufen. Deshalb möchte ich sie bitten, meiner Schwester zu folgen und herauszufinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Ich habe schon versucht, ihr zu folgen, aber sie hat mich immer gleich entdeckt. Und sie war echt sauer auf mich. Wenn es ihnen gelingt, ihr zu folgen, erhalten sie natürlich eine Belohnung. Sie sind der Einzige, der mir helfen kann, denn die Dorfbewohner dürfen ja nichts davon erfahren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schmeißen wir uns in Ninja-Kleidung? Gucke mal. Da ist Gardekleidung. Julia-Kleidung. Und. Ja, alles, was im alten Kleidungsladen halt drin war. Oh, du schon wieder. Es ist noch so viel zu erledigen für die Vorbereitung der Bürgermeisterwahl. Ha. Er sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für. Das sage ich noch nicht. Dafür muss ich mir erst noch Ritner anhören. Okay. Ach so. Ja, wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagono. Dann wäre das jetzt geklärt. Sehr schön. Wie der weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Zumindest sollte das allen klar sein. Aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Riedner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Riedner-Wähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Ode an die Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen Frische in verstaubte Hirnkästen und sehen kultivierten Sagono-Sinn. Aber Sophora und ich müssen uns um die Boutique kümmern. Wer außer uns könnte diese Aufgabe übernehmen? Kann ich machen. Genau, was ich hören wollte. Du bist ein wahrer Lebensretter. Du hier wirst das brauchen. Danke. Die Pilze sind für die Riedner-Wähler hier im Dorf.
Die sind leicht zu erkennen an ihrer unmodischen Kleidung. Meine eigenen Wähler sind natürlich extremst modebewusst und von Kopf bis Fuß in Sargono gehüllt. Es versteht sich von selbst, dass keiner aus Redners Familie einen Pilz bekommt. Auch Kinder, Reisende oder solche, die nur für kurze Zeit hier wurden, wie die Shika-Forscher, kannst du ignorieren. Falls ich mich nicht verzählt habe, macht es also insgesamt 8 Redner-Wähler. Meine Mission ist simpel. Gib jedem dieser 8 je einen Hyrule-Pilz. Ja, dann hopp. Okay, also das habe ich mir schon gedacht ein bisschen, dass wir uns signifikant dafür aussprechen können und auch entscheiden können, wer am Ende gewinnt. Und ich persönlich wäre für Riedner. Wenn ich das alte, idyllische Hartenum mehr mag als dieses Modegedöns. Oh, ich habe dich doch schon gesehen in der Boutique Zephyr, nicht wahr? Du weißt noch, als es um die Bürgermeisterwahl ging? Die Sache wird langsam etwas heikel. Sie sind beide so stur. Na dann, naja, andererseits ist es vielleicht ganz gut, auf diese Weise endlich mal klare Verhältnisse zu schaffen. Aber genug damit, mich beschäftigt etwas ganz anderes. Und ich muss das unbedingt vor der Bürgermeisterwahl klären. Ja, was denn? Oh, das interessiert dich? Dann sage ich es rundheraus. Es geht um meinen Mann, Riedner. Meine Gattin, mein Gatte, dieser Kerl, er schließt sich jede Nacht in unserer Hütte ein, aus völlig unerfindlichem Grund. Wenn ich ihn danach frage, will er partout nichts verraten. Er sagt, das wäre geheim. Ich würde ihm niemals ausspionieren, abgesehen davon, dass er mich sofort entdecken würde. Ich mache mir nur solche Sorgen, dass diese nächtlichen Ausflüge seine Chancen bei der Wahl beeinträchtigen könnten. Ich wäre bestimmt geplatzt, wenn ich das für mich behalten hätte müssen. Ein Glück, dass du vorbeigekommen bist. Bitte gehe mittags in unsere Hütte, wenn mein Mann nicht drin ist, und finde heraus, was er da zu schaffen hat. Bezahle ich natürlich auch dafür. Problem ist nur, die Tür ist fest verschlossen. Darauf achtet er sehr. Durch das Fenster passt niemand, aber vielleicht kannst du ein Loch oder etwas Ähnliches hier hineingraben. Ja. Also ich gehe mal stark davon aus, dass wir dann vom Brunnen aus in da rein müssen. Und das könnten wir eigentlich hinkriegen. Genau, vom Brunnen aus unten rein, das geht. So, was sagt die Zeit? Ja, jetzt wird es langsam. Habe ich den Überzug ein bisschen wieder wettgemacht. Deswegen würde ich sagen, was ist mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal schauen wir uns an die andere Hälfte von Hateno an und bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Vor allem mit Bürgermeisterwahl und so. Also, macht es gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.